Heute geht es in die Tempelanlagen und Gräber in Luxor, die vergessenen Schätze. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zur Spielvorstellung und Regelerklärung von Luxor, einem Spiel für 2 bis 4 Abenteurern ab 8 Jahren und das Ganze von Rüdiger Dorn, erschienen bei Queen Games. Ja, ich möchte euch jetzt im Folgenden die Regeln zum Spiel in Kürze erklären, weil so kompliziert sind die gar nicht. Und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Wir legen zunächst erstmal den Spielplan in die Tischmitte. Ich habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet für 2 Spieler. Darauf gehe ich gleich noch ein. Die 2 Sarkophage mit den 3 und 5 Punkten, die legen wir hier in die Mitte in die Grabkammer. Das Horus- und Wertungstableau, die legen wir beiseite. Dann legen wir hier die Skarabäen, die Schlüsselblättchen und die Jokerblättchen entsprechend an. Das sind auch hier immer die Bereiche dafür. Die Karten mit einem Horus-Symbol, mit 2, mit 3 Symbolen werden entsprechend gemischt und hier offen ausgelegt. Das Wertungstableau zeigt uns auch nochmal eine Übersicht, wofür es am Ende des Spiels wertvolle Siegpunkte gibt. Ja, spielmaterialtechnisch nimmt sich jeder Spieler 5 seiner Abenteurer, einen Zählstein in seiner Farbe, ein so ein kleines Blättchen, damit man auch sieht, wer welche Farbe hat, und der Stadtspielermarker wird auch aus der Schachtel genommen. Dann werden die Spielkarten gemischt und hier in der Mitte auf den Nachziehstapel gelegt. Jeder Spieler erhält 5 Handkarten. Ganz wichtig, diese Handkarten dürft ihr im Laufe des Spiels nicht mehr in der Reihenfolge ändern. Darauf werde ich gleich noch gesondert eingehen. Die Osiris-Blättchen, davon gibt es 6 Stück, das sind diese roten hier, einmal kräftig mischen und dann decken wir für jedes dieser Osiris-Felder eines dieser Blättchen auf. Und zwar immer schön in Pfeilrichtung legen und die werden hier draufgelegt auf diese entsprechenden Symbole. Die anderen 2 können wir zurück in die Schachtel legen. Die Horus-Blättchen habe ich jetzt hier schon mal platziert, immer in eure Blickrichtung, damit es ein bisschen einfacher ist. Die Tempelblättchen, hier die Schlangen, die Falken und die Löwen, die werden gut gemischt und seitlich am Spielrand bereitgelegt. Die werden im Laufe des Spiels gebraucht, wenn hier die entsprechenden Felder freigelegt werden. Das sind hier am Anfang die Schlangen, hier im weiteren Verlauf die Falken und ganz am Ende die Löwen. Ja. Wir nehmen die Schatzblättchen hier, gut gemischt, und legen ein Schatzblättchen auf jedes einzelne freie Feld. Und das Ganze mache ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf für euch. So, wenn alle Blättchen verteilt sind, dann ist noch wichtig, hier gibt es diese Statuen, diese Anubis-Statuen. Und zwar gibt es die genau 3-mal. Da legt ihr, wichtig, legt ihr jeweils einen eurer Forscher drauf. Und 2 kommen hier am Anfang auf diese Treppe, wo es in den Tempel, in die Tempelanlage hinuntergeht. Ja, und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Der Spielablauf ist immer gleich. Runde für Runde, ihr spielt eine Karte, bewegt eure Abenteurer für die Aktion aus und zieht dann eine Karte wieder nach. Ziel des Spiels ist es, die Grabkammer des Pharaos zu erreichen. Doch auf dem Weg dahin laufen uns einige Schatzplättchen und einige Herausforderungen über den Weg. Wir finden neue Abenteurer, die sich unserer Gruppe anschließen und mit denen wir versuchen, in das Innere der Tempelanlage vorzudringen. Sobald es 2 Abenteurer, egal ob von einem Spieler oder von verschiedenen Spielern, geschafft haben, das Grab des Pharaos zu erreichen und einen Sarkophag an sich zu reißen, dann wird diese laufende Runde noch zu Ende gespielt und dann endet das Spiel und wir kommen zur Schlusswertung. Der Spielzug. Ihr erinnert euch, wir haben 5 Handkarten. Diese Handkarten dürfen wir nicht mehr in der Reihenfolge verändern. Wir fächern diese also auf und sehen, das ist ziemlich gut gemacht. Die Symbole sind immer sowohl rechts als auch links auf der Karte tatsächlich abgedruckt. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Vorteil, egal ob wir es jetzt linksrum oder rechtsrum auffächern. Dann
dürfen wir diese Karten nicht mehr in der Reihenfolge ändern. Aber wir haben immer die Möglichkeit, entweder die Karte ganz links außen oder die Karte ganz rechts außen auszuspielen und unsere Abenteurer genau diese Anzahl an Feldern nach vorne zu bewegen. Ausgespielte Karten werden hier auf diesen Ablagestapel gespielt und wenn ich jetzt der gelbe Spieler bin, der Stadtspieler ist, würde ich meinen Arbeiter 1, 2, 3, 4, habe ich Arbeiter gesagt, Abenteurer, 4 Felder vorwärts bewegen. Dann wird geprüft, habe ich die Anzahl an benötigten Abenteurern hier auf dem Feld erreicht. Hier bräuchte ich tatsächlich 2 Stück von meiner Farbe, um diesen Schatz an mich zu reißen, diese wertvolle Vase. Wenn ich das noch nicht erreicht habe, dann passiert einfach gar nichts. Es passiert also hier in diesem Fall nichts. Und zum Ende der Runde ziehe ich wieder auf, dass ich 5 Handkarten habe. Und jetzt ganz wichtig, ich zeige es euch. Ich stecke diese Karte nicht links an, nicht rechts an. Nein, ich stecke sie zwischen rein. Das heißt, 2 Karten bleiben links, 2 Karten bleiben rechts und die schiebe ich hier in die Mitte. Das hat den charmanten Vorteil oder Nachteil. Man kann eigentlich immer sehen, was man die nächste Runde und die übernächste Runde für Möglichkeiten hat. Und neue Karten wandern immer in die Mitte. Und so, ja, verändert sich das die Hand. So, wenn ich jetzt wieder, gehen wir davon aus, mein Mitspieler macht hier, geht 3 Felder vorwärts und dann bin ich dran, kann wieder eine der äußeren Karten spielen, spiele wieder 4. So, jetzt habe ich hier diese Aufgabe erfüllt. Ich habe für diesen Tonkrug 2 Abenteurer drauf. Das ziehe ich auf die Seite. Ich bekomme dieses Blättchen als gelber Spieler und sofort die hier abgedruckten Siegpunkte. Diese Siegpunkte, das wären 4 Stück, die trage ich sofort mit meinem Marker hier ab. Ja, dann wird geschaut, ist hier unten drunter ein Symbol, in dem Fall wäre es ein Schlangensymbol, dann wird hier eines dieser Blättchen vom Spielfeldrand geholt, meine Arbeiter einfach wieder draufgestellt. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Spieler hier drauf kommt, dann bekommt er den hier abgedruckten Bonus. Das heißt, er dürfte in diesem Fall, ich werde darauf später noch eingehen, eine Karte hier vom Tableau nehmen, und zwar entweder von den Einsern oder von den Zweiern, deswegen das mit dem Strich getrennt. Ich würde also am Ende meines Zuges wieder eine Karte ziehen, diese in die Mitte stecken. Sollte ich jetzt eine Karte spielen mit hier einem Würfelsymbol, so werde ich einfach den Würfel werfen, habe jetzt in meinem Fall eine 5. Ja, ich nehme einen meiner Abenteurer hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wichtig, diese Statuenfelder zählen nicht mit. Wenn ich es schaffe, mit einem meiner Abenteurer eines dieser Statuenfelder zu passieren, bekomme ich einen Abenteurer, und zwar den hier abgelegten, und der läuft hier an den Anfang und kommt jetzt quasi auch noch, stößt zu unseren Abenteurern dazu. Am Ende des Zuges, wie immer, nachziehen. Ja, und so läuft das dann Runde für Runde. Was kann denn jetzt passieren? Es könnte zum Beispiel passieren, dass im Laufe des Spiels hier nochmal was weggeht und entsprechend hierfür was Neues nachgelegt wird. Das wäre jetzt so ein, ja, geheimer Gang. Es gibt einen geheimen Gang bei den Schlangen, einen bei den Falken und einen bei den Löwen. Das hat den großen Vorteil, wir wissen nicht genau, wo sie kommen, aber wir wissen, dass ein Geheimgang kommt. Das Tolle ist, wenn wir da drauf kommen, müssen wir direkt auf einen anderen Geheimgang gehen, um so uns natürlich schneller in das Tempelinnere vorzubewegen. Das bringt uns natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten und entsprechende Punkte. Wie komme ich jetzt an diese Karten hier ran, an die Horus-Karten? Ich würde jetzt zum Beispiel als blauer Spieler eine 1 spielen. Ein Feld nach vorne, dürfte mir jetzt hier die oberste oder hier die oberste Karte nehmen. Ich würde mir jetzt diese hier nehmen. Da dürfte ich mich 1 bis 3 Felder bewegen und auch diese Karte kommt in die Mitte. Es könnte natürlich auch im Laufe des Spiels passieren, dass hier einige Felder einfach freigeräumt sind. Und wenn ich jetzt hier eine 5 ausspiele als blauer Spieler zum Beispiel, dann würde ich zählen 1, 2, nächstes Feld mit einem Blättchen drauf, 3, nächstes Feld mit einem Blättchen drauf, 4, nächstes drauf, 5 und schalte ich mir den Arbeiter frei. Das heißt, durch diese freien Felder haben wir auch so ein bisschen einen Aufholmechanismus. Wir beschleunigen damit ein bisschen das Spiel und das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Kick, einen gewissen Anreiz. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen Sets sammeln, denn Sets aus, ja,
drei verschiedenen Gegenständen, das wäre einmal die Vase, einmal die Kette und einmal diese Statue, würde uns nicht nur einen Einmalbonus bringen, sondern tatsächlich auch am Ende einen Setbonus. Spiele ich eine Karte aus und mein Arbeiter kommt auf eines dieser Osiris-Blättchen, so wird er direkt um die abgedruckte Anzahl an Feldern nach vorne gesetzt und erst hier wird der Effekt ausgelöst. Ich könnte hier jetzt entweder eine entsprechende Karte vom Tableau nehmen, vom 1er-Stapel, die oberste, oder aber ich darf mir hier einen Schlüssel nehmen. Das Wichtige ist, ich muss, wenn ich die Schatzkammer des Pharaos betreten möchte, einen Schlüssel abgeben für jeden meiner Abenteurer, der dort hinein möchte. Und jetzt zeige ich euch, wie so eine Endwertung aussehen könnte und dann wisst ihr schon, wie man Luxor spielt. Gehen wir davon aus, das hier wäre der Endstand des Spiels. So endet es jetzt quasi. Dann gibt es wie folgt Punkte. Zum ersten gibt es Punkte für jeden unserer Abenteurer. Und zwar in der Höhe der seitlich auf der Wand abgedruckten Zahl. Das wären hier für die Grabkammer ganze 13 Punkte. Damit wäre Blau schon mal bei 50. Hier wären es 11 Punkte, 61. Hier 9 Punkte, wären wir bei 70. Hierfür, für die Horusfelder, gibt es tatsächlich keinen einzigen Punkt. Das ist traurig. Hier gäbe es nochmal 5 Punkte, sind wir bei 75. Das Ganze machen wir jetzt für Gelb. Hier wären es 10, hier wären es 9. Dann wären wir bei 55, hier wären es 8, 63, 7 wären wir bei 70. Und hier nochmal 5 Punkte. Oh, 75, wieder Gleichstand hier. Oh, dann wird es jetzt aber spannend. Sarkophag hat nur der blaue Spieler geschafft, er hat 5 Punkte, weil der erste Spieler bekommt den 5-Punkte-Sarkophag, der zweite Spieler die 3 Punkte. Im Anschluss werden noch verfügbare Schlüssel ausgewertet. Jeder Schlüssel ist einen Punkt wert. Ich zeige es hier nochmal. Gelb hätte 2 Schlüssel in unserem Beispiel, Blau hätte hier einen Schlüssel. Hier nochmal so. Das heißt für Blau einen Punkt. Im Nachgang an die Schlüssel werten wir Sets aus. Sets müssen aus allen drei Gegenständen bestehen. Wir schauen mal, was Gelb da geschafft hat. Okay, ein Set haben wir schon mal aus Kette, Statue und Vase zusammen. Da haben wir noch ein zweites Set. Wie viele Sets hat Gelb denn da geschafft? 3 Sets. Ganze 4 Sets. Also jedes weitere wäre jetzt, also alles wäre jetzt nichts mehr wert, wenn ich jetzt noch ein paar Ketten gesammelt hätte oder ein paar Statuen. Nur was wert, 4 Sets bringen Gelb ganze 18 Siegpunkte, 2, 4, 6, 8, 18. So, das sind die Punkte für die Sets bei Gelb. Kommen wir zur Set-Auswertung bei Blau. Es gibt da diese schönen Joker-Tiles, die bekommt man immer hier auf diesen Feldern, wenn man da drauf zieht und die Aktion auslöst. Ja, das wäre hier schon mal ein Set. Das wären 2 Sets, aber Blau hat Joker-Tiles gesammelt, gar nicht schlecht. 3 Sets, jawohl, auch Blau hat es geschafft, 4 Sets zu sammeln und kriegt dafür 18 Siegpunkte. Dann wären wir bei 99. Jetzt wird noch die Skarabäen ausgewertet und da wäre Gelb hier bei 7 Punkten nochmal. Und Blau bei 5 Punkten. Und damit gewinnt in unserem Beispiel Blau mit 2 Punkten hauchdünn vor Gelb. Und jetzt sage ich euch noch ein bisschen, was so mein Eindruck des Spiels ist und wie ich das Ganze finde und bewerte. Ja, das waren auch schon die ganzen Regeln. Ihr merkt, das geht wirklich kurz und knackig. Und beim Spiel hat man trotzdem das Gefühl, dass ein bisschen mehr möglich ist als nur dieses, ich sag jetzt mal, fast schon langweilige Familienspiel, was man vielleicht erwarten könnte. Für mich persönlich bietet dieses Spiel einen überraschenden Tiefgang, den ich so beim Anschauen beim allerersten nicht erwartet hätte. Ganz einfach die Möglichkeiten, man sieht, was man als nächstes, als übernächstes machen kann. Das Ganze kombiniert durch diesen Kniff linke Karte oder rechte Karte und bitte nur in die Mitte reinstecken.
Das setzt natürlich leider voraus, dass alle Spieler damit ja confirm sind und damit klarkommen mit diesem: Ich nehme mir jetzt eine Karte und stecke sie aber nicht links oder rechts an oder sortiere, sondern genau in die Mitte. Das ist am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss auch bei neuen Spielern immer mal wieder einfach genauer hinschauen, dass sie sich auch nicht einfach mal vertun und die Karte falsch einordnen. Ansonsten die Regeln, das ist wirklich das super, super Positive an diesem Spiel und ich glaube, das ist auch mit ein Grund für die Nominierung zum Spiel des Jahres 2018 gewesen. Die Regeln lassen sich tatsächlich in 12, 13 Minuten ohne Probleme erklären. Viele Details, diese lilanen Plättchen, die nach und nach reinkommen für die Schlangen, für den Falken und für den Löwen, da hat man die Möglichkeit, die erst zu erklären, wenn sie aufgedeckt werden. Die Horuskarten. Wenn man die wenn die offen ausliegen, man erklärt einfach immer, sobald sich die obere Karte ändert, was kann denn jetzt genau diese Karte, was eine andere nicht kann. Man gibt da so ein bisschen im Laufe der ersten 2-3 Runden einfach so ein bisschen Hilfestellung. Und dann findet man, finde ich, sehr, sehr schnell in Luxor rein, findet sich sehr schnell zurecht und kommt wirklich sehr gut damit klar. Ich habe in einer Familienrunde und auch in einer Runde mit Gelegenheitsspielern und auch an meiner Geburtstagsfeier mit verschiedenen Gruppen tatsächlich gespielt. Da waren von den Vielspielern über die Familienspieler, über die Gelegenheitsspieler, über die fast gar nicht Spieler bis runter zu 6- und 8-Jährigen wirklich alles dabei. Wir hatten eine sehr breite Altersstruktur, wir hatten verschiedene erfahrene Spieler und trotzdem hat es jedes Mal gut funktioniert. Die Erklärung jedes Mal in, wie gesagt, unter 12, 13 Minuten möglich. Und das ist wirklich charmant an diesem Spiel. Dass es sich trotzdem lockerflockig spielt, auch wenn man dann teilweise mal 3 Runden das Gefühl hat, oh, ich muss mich jetzt vorbereiten, ich muss mich jetzt vorbereiten, ich muss gucken, dass ich da mich entsprechend positioniert bekomme, damit ich dieses Blättchen, was mir dann doch wieder ein anderer wegschnappt, eigentlich bekommen könnte. Ich finde auch schön, dieses mit dem Set sammeln. Man kann sich so ein bisschen auf die Sets konzentrieren, dann kommt man vielleicht nicht so weit vor, hat aber trotzdem eine ähnliche Punktzahl als jemand, der vorprescht, hohe Punktzahlen hat, aber dafür wenig Sets tatsächlich gesammelt hat. Die Skarabäen bringen einen kleinen Glücksfaktor rein, der nicht unerheblich ist, finde ich persönlich. Zwischen Werten von 1 und 4 ist halt doch ein gewisser Unterschied. Und da macht es sich tatsächlich bemerkbar, so ein bisschen Glücksfaktor. Wenn jemand 2 Skarabäen hat und 7, 8 Punkte abgreift, ein anderer 2 Skarabäen greift 4 Punkte ab, dann kann das tatsächlich am Schluss nachher das Zünglein an der Waage sein. Denn wir hatten tatsächlich sehr viele Partien, bei denen wir sehr eng zusammen waren und wo dann nachher 2, 3, 4 Punkte tatsächlich über Sieg oder zweiten Platz entschieden haben. Das ist aber eigentlich auch schon wieder positiv. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, durch, ja, vielleicht 1, 2 vergeigte Züge nicht optimal gespielt zu haben und hinten weit abgeschlagen zu sein. Nein, man ist trotzdem noch mit dabei. Man kann trotzdem noch gut mitspielen, ohne aus dem Spiel genommen zu sein. Deswegen finde ich Luxor ein super Spiel tatsächlich für die Familie, für Gelegenheitsspielern, für, ich sag mal, gut durchsetzte, durchmischte Gruppen, wo es schwer wäre, etwas Komplexeres tatsächlich auf den Tisch zu bringen, sondern wo man sagt, man möchte so ein schönes Familienspiel, Dauer 45 bis 60 Minuten, passt hervorragend. Man kann es auch mit wenigen Spielern tatsächlich auch mal in 30, 35 Minuten packen. Für erfahrene Spieler und Vielspieler ist natürlich Luxor eher so eine Kategorie zu lang geratener Absacker. Was aber nicht negativ gemeint ist, sondern auch dafür eignet es sich ziemlich gut. Das war mein Kurzfazit und die Spielvorstellung zu Luxor, die vergessenen Schätze von Rüdiger Dorn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und falls euch Luxor irgendwo über den Weg läuft, scheut euch nicht, nehmt euren Abenteuerhut im Stile von Indiana Jones und ab in den Tempel in Luxor und hoffentlich kommt ihr als erfolgreiche Grabräuber wieder heraus. In diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und bis bald!